bitte nicht das Outfit, das ist wieder mein Arbeitsoutfit natürlich, ist klar, ne? Also kurz vor dem Start. Hi Leute. Ja, wie angedroht geht's heute los. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Ich warte jetzt noch auf den Bekannten, der mir jetzt am ersten Tag hier hilft. Hier kommt gleich das Ablegerbecken hin. Da wird nachher dann das Wasser aufgefüllt bzw. aufgefangen. Und da hinten am Tisch habe ich die Cleaningstation. Wir nehmen jede einzelne Koralle raus, gehen zur Cleaningstation, werden die Korallen reinigen, anschließend dippen und dann kommen sie rüber ins Übergangsbecken. Ja, ganz ehrlich gesagt, mir ist gerade richtig, richtig schlecht. Wenn ich das hier sehe und das alles jetzt auseinanderreißen soll. Naja, es geht nicht anders. Ich habe es mir vorgenommen. Draußen im Hintergrund stehen auch schon die Boxen mit dem Eporif, das vorgewässert ist. Die sind noch zu, sind gewässert. Sobald ich hier Wasser da reingepackt habe, kommen die direkt nochmal unter Wasser. Und ja, da auch nochmal ein herzliches Dank an den Norbert Dammers, der das ermöglicht hat hier unter anderem, der mich hier bei der ganzen Sache auch unterstützt mit Material, mit seinem Wissen, mit dem Eporif. Und ja, im Endeffekt geht es auch darum, ich möchte euch zeigen, dass man einen Beckenstart bzw. einen Neustart so einfach wie möglich hinkriegen kann und mit so wenig Verlusten wie möglich. Was ich unter anderem natürlich auch gemacht habe, unten im Keller ist Wasser, was ich jetzt nachher hier hochpumpen werde über meinen Schlauch. Das habe ich letzte Woche schon getauscht hier aus diesem Becken. Das ist auch ganz wichtig, dass in dem Übergangsbecken ungefähr das gleiche Milieu sich befindet wie im Hauptbecken. Das heißt, wenn ich die Korallen drüben gereinigt habe und die ins Übergangsbecken kommen, sollen die das gleiche Milieu vorfinden wie hier im Aquarium. Das heißt, das Wasser werde ich gleich nochmal durchtesten, wenn es dann nachher oben läuft. Und dann werden wir sehen, ob ich noch gegebenenfalls ein bisschen Phosphat hinzugeben muss, damit das alles auf dem gleichen Level bleibt. Hier und da werde ich euch ein bisschen einen Zeitraffer mitmachen. Wie gesagt, schauen wir mal. Es startet gleich. Bis später. Ja, alles in allem habt ihr gesehen, ich war an dem Tag nicht wirklich glücklich über die anstehende Aktion. Es ging mir wirklich sehr, sehr an die Nieren und ich blende es nochmal ein. Das Riff, so wie es vorher da stand, es sieht definitiv geil aus. Es ist gewachsen, es sieht gewachsen aus. Ja, das tut einem in dem Moment schon in der Seele weh. So, da haben wir noch mal kurz das Technikbecken, das auch dann schon vorbereitet ist. Da habe ich dann den Osmosetank schon weggenommen. Das ist auch noch eine Sache, die ich im Nachhinein reinigen musste. Und ja, hier noch mal dann Bilder von den Seeastern, hatte ich euch ja eben schon mal gezeigt. In den Korallen, ich blende, versuche das mal so ein kleines bisschen größer zu ziehen, damit ihr die Tierchen seht. Und das ist echt heftig, wie die halt da drin sitzen. Und gerade bei solchen Korallen, die, ich sag mal, so eng verästelt wachsen, wie zum Beispiel Hysterix, Ceratopora calendrium etc., da gehen die natürlich zwischen, da setzen die zwischen und fühlen sich wohl. Und das ist das Problem, was wir hatten. Ja, wir sind dann hingegangen und haben jede einzelne Koralle, wie schon gesagt, rausgenommen. Hat eine Reinigungsstation aufgebaut gegenüber von diesem Ablegerbecken hier. Und jede Koralle unter Licht untersucht, geguckt, ob irgendwo diese Seeastern sind. Die Seeastern mechanisch entfernt. Und dann anschließend jede Koralle gedippt und anschließend in das Becken hier, in das Übergangsbecken reingepackt, wo wir 20 cm Wasser reingepackt haben. Da liefen Abschäumer drin und Kohle. Ja, und so nach und nach, wie ihr dann seht, wird dann das Riff nackt. Es wird abgebrochen, beziehungsweise es war dann auch nicht mehr viel drin. Und es ging erstaunlich schnell. Da wir mit 2 Mann waren und da auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön an den Benny, der mich da unterstützt hat.
Wir sind zügig fertig geworden mit dem Cleanen der Korallen und konnten dann tatsächlich hingehen und das Becken leer pumpen. Und bei diesem Leerpumpen kam es halt darauf an, dass wir noch nichts weiter, ich sag's mal, auseinanderbrechen, damit ich dieses Wasser, was hier drin ist, so clean wie möglich halte. Weil ihr seht, da stehen die beiden großen Tonnen und dann haben wir dann dort das Wasser dann aufgefangen. Das, was im Hauptbecken drin war. Und ihr seht an der Rückwand, ich versuche es mal ein kleines bisschen größer zu ziehen, da auch überall, ich sage es mal, im rechten Bereich, da sind die Palitoas, die sich auch wie Unkraut vermehrt haben. Hier in der Mitte, im Schacht, waren die Seeastern auch sehr stark vertreten. Also es war schon, pauschal gesagt, ein ganz schönes Seuchenbecken mittlerweile. Auch wenn es schön aussah, aber es war ein Seuchenbecken. Ja. Hier nochmal ein Blick von oben auf die aufs alte, auf den alten Aufbau. Und ja, nachdem wir das Ganze dann abgepumpt haben, sind wir hingegangen und haben so nach und nach die Äste abgebaut. Vorsichtig natürlich, weil die Fische ja noch im Becken schwammen. Jetzt muss ich gerade eben mal gucken, ob ich irgendwo da die entsprechende Aufnahme zu habe. Natürlich nicht jetzt direkt. Blende ich euch aber ein, wenn ich sie finde. Doch, da unten haben wir sie. Ja, wo es leer gepumpt wird. Ja, so langsam bis auf so ein Stück haben wir abgepumpt. Und dann sind wir hingegangen und haben vorsichtig das Riff auseinandergebrochen, das ich dann erstmal nach draußen gepackt habe. Dann haben wir die Fische gefangen. Die sind auch mit in das Übergangsbecken reingegangen. Und ja, ganz zu guter Schluss hieß es dann, wir suchen unsere Polaris, weil die sich nämlich im Sand versteckt hat. Wir sind, haben den ganzen Sand abgesucht mit dem Finger bzw. mit einer Pinzette. Wir haben das Tier nicht gefunden. Und nachdem wir dann hingegangen sind und den Sand mit der Schippe rausgeholt haben, dann irgendwann war sie dann tatsächlich, hat sie sich im Sand versteckt gehabt. Wir haben sie gefunden. Ihr geht's gut. Sie schwimmt munter durchs neue Becken bzw. durch die neue Einrichtung. Haben wir den Sand rausgeholt. Ja, ihr seht im Bild, habe ich hier so einen Ceranfeldschaber. Damit habe ich die Rückwände bzw. Rück- und Seitenwände sauber gemacht. Entschuldigung. Und ihr seht unten den Dreck, der dann im Prinzip, ja, ich sag mal, abgeschabt wurde. Diesen Dreck haben wir dann rausgeholt mit einem Kehrblech. Das ganze Becken, die Nähte kontrolliert, sitzen irgendwo noch Seeastern. Den Schacht mal einen Blick reingeworfen, wobei im Schacht auch noch ein Teil der Biologie drin war. Und da habe ich auch nichts dran gemacht. Das ist noch so eine Sache, die ich noch haben wollte. Pauschal gesagt, da können ruhig Glasrosen drin sein, weil die Glasrosen kann ich mit meinen Kükentallis, die ich hier im Becken habe, super bekämpfen. Da habe ich also nicht das Problem drin und Seeastern unter diesen Bedingungen wachsen da nicht, beziehungsweise gehen da ein. Also habe ich den Schacht erstmal so gelassen, wie er ist. Kleinen Teil der Biologie. Ja, und irgendwann war das Becken dann gecleant und sah dann ja so aus. Rechts zu sehen, der Benny, der mir da extrem bei geholfen hat. Also wir haben uns mehr oder weniger abgewechselt und ergänzt. Und das hat wunderbar funktioniert. Und dann sind wir tatsächlich hingegangen und haben angefangen zu bauen. Und das ist echt Wahnsinn. Wir haben diesen Riffaufbau. Ja, ich habe jetzt die einzelnen Phasen leider nicht. Wir haben diesen Riffaufbau aufgestellt. So wie man es auch, ich sage es mal, auf den Fotos und dem Video vom Norbert gesehen haben. Und das ist uns ja auch einigermaßen gelungen. Und das fanden wir geil. Ich sage, okay. Foto von gemacht. Genau das, was ihr jetzt seht. Dann bin ich hingegangen, haben wir oben die Brücken abgenommen und haben die Grundsteine mit den Grundbrücken verklebt. Also sprich hochgenommen, Kleber dran, draufgesetzt, fertig. Das gleiche mit allen drei Inseln. Und dann haben wir wieder versucht, den Aufbau hinzukriegen. Und da sind wir echt fast dran verzweifelt. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Das Ganze aufzubauen und das war echt Wahnsinn. Wir haben, ich sag mal, Norbert hätte das Ding wahrscheinlich hingestellt, zack, zack, hier hast du, kannst du verkleben, fertig.
wir sind hingegangen, haben ausprobiert und sind dann zu dem entsprechenden Aufbau gekommen. Jetzt muss ich eben noch mal schauen, ob ich irgendwo ein... Ja, da habe ich das... Da waren wir schon wieder am Befüllen. Das ist der Grundaufbau, so wie er dann war. Da bin ich halt hingegangen, habe an allen Stellen, von unten, oben, habe Sekundenkleber drumherum gepackt, habe diesen Sekundenkleber dann mit Salzwasser übergossen, sodass sich eine Haut bildet. Und ja, dann bin ich hingegangen, habe die Tonkaperls ausgewaschen, eingefüllt und dann haben wir, wie hier auf dem Bild zu sehen ist, die entsprechende Befüllung gemacht. Dazu gibt es dann auch noch ein kleines Video. Ja Leute, so schaut es jetzt hier aus. Ihr seht, ich bin das Wasser schon wieder am Zurückpumpen. Wir sind extrem gut vorangekommen, der Kollege Benny und ich. Alle Tiere haben hier hinten reingepasst, ohne Probleme. Ich habe einen Abschleimer drauf, ich habe da hinten Kohle noch mit dran gepackt, weil die Korallen extrem am Abschleimen sind. Und das Becken oben ist gecleant, der Riffaufbau ist fertig. Ich werde jetzt das komplette Wasser zurückpumpen, was ich habe, plus das, was noch im Keller ist, angesetzt ist und dann geht es ans Cyclen. Ich muss das Technikbecken noch clean, sauber machen und anschließend dann hier schauen, dass das alles hier vernünftig läuft. Morgen geht es dann ans Kleben, aussortieren, gucken, machen. Schauen wir dann mal weiter. So, das Ganze jetzt nochmal hier von nahen. Der Aufbau sieht natürlich extrem geil aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Trübung drin durch die Tonga-Perls. Die habe ich zwar sehr, sehr gut ausgewaschen. Ich muss allerdings sagen, dass trotz alledem noch eine Trübung da ist. Aber wenn es gecycelt ist und über den Abschäumer gelaufen ist in der Nacht, dann sollte das Becken auch wieder klar sein. Ja, hier einmal 200 Liter, da einmal 300 Liter. Unten stehen nochmal 200 Liter bereit. Also Sattung genug. Und hier ist das Ablegerbecken. Rappelvoll. Ich werde dann morgen in aller Ruhe anfangen auszusortieren, zu kleben. Und ja, es ist auch schon jemand da, der das Ganze übernehmen möchte. Alles in allem ist das heute sehr, sehr gut gelaufen. Ich war echt erstaunt, dass es überhaupt so gut funktioniert hat. Ja, zwei Hände sind dann doch mehr, vier Hände sind dann doch mehr wie zwei. Ja, und ich würde mal sagen, ich mache das Ding hier noch voll, anschließend noch ein paar Bilder und den Rest dann morgen. Ja, und so sah es dann nach dem ersten Tag aus. Das Wasser war drin, es hat gecycelt. Es musste angeheizt werden. Die Wassertemperatur lag bei, ich glaube, 20 Grad. Ich habe von insgesamt, glaube ich, 180 Liter neues Wasser gebraucht, was ich auch dementsprechend schon im Keller vorbereitet hatte, auch schon vorgeheizt. Und somit konnte das ganze System erstmal cyclen. Es konnten schon Schwebstoffe rausgefiltert werden. Ja, und am nächsten Tag bin ich dann hingegangen, habe ich dann gesagt, okay, ich brauche jetzt keine Hilfe. Jetzt haben wir genug, ich sag's mal, Unterstützung gehabt. Und bin dann am nächsten Tag hingegangen und habe alleine geklebt. Ja, Markus wäre gerne vorbeigekommen. Ich sage, Markus, sei mir nicht böse. Ich sage, ich mache das lieber alleine, dann habe ich die entsprechende Ruhe dazu. Und war auch so okay. Trotzdem danke für das Angebot, dass du vorbeikommen wolltest und mir helfen wolltest dabei. Kein Thema. Nehme ich auch normalerweise liebend gerne an. Aber das hat alles wunderbar funktioniert. Und so nach und nach wuchs dann das Riff, so wie ihr auf den Bildern seht. Da haben wir erstmal die großen gesetzt. So, und dann konnte man gucken, ja, was machen wir denn als nächstes? Wo setzen wir dann was hin? Muss das alles so groß sein? Dann bin ich dann hingegangen, habe hier und da von den größeren Korallen was abgeschnitten. Ihr seht, im rechten Bereich steht eine Milka. Das ist nur noch ein Ast von diesem großen Tier, was ich hatte. Links unten steht die Enzmann. Da habe ich auch einen relativ großen Ast von weggemacht. In der Mitte über der Fingerkoralle, über der grünen, da ist der Rest der Specifera. Die war übrigens durch die Seeastern extrem angegriffen und das ist der schönste Teil, der übergeblieben ist von diesem Tier. Und so nach und nach hat sich das dann alles ergeben, wo was hinkam und es ist auch natürlich auch ein bisschen was übergeblieben, das dann abgeholt wurde von jemandem,
hier aus dem Bereich. Und da bin ich auch dankbar für, dass derjenige vorbeigekommen ist und dass alles so unkompliziert gelaufen ist. Da nochmal ein herzliches Danke an den Thomas, wenn du das ja siehst. Du hast mir das Leben an diesem Tag echt erleichtert. Nämlich nachdem das alles dann so fertig war und ich alles geklebt habe, sind dann die Fische reingekommen. Und das hat auch alles so weit ganz gut geklappt. Bisher, bis zum heutigen Tag, also sprich zum Mittwoch, habe ich eine Garnele verloren. Schiebe ich jetzt da drauf. Wir haben leichte pH-Unterschiede. Und gerade gehabt. Dadurch, dass das hier neues Wasser ist, beziehungsweise zum Teil neues Wasser und halt ein neuer Bodengrund, ist mir der pH abgesackt. Weil das Wasser wurde auch nicht, ich sage es mal, so extrem recycelt, wie es sollte. Und ich habe den pH-Wert nicht da gehabt, wie im Übergangsbecken. Das wird das Problem wahrscheinlich gewesen sein. Dann hatte ich noch bisher, ich glaube, zwei oder drei Ästchen, die weiß geworden sind. Da hab ich dann auch mit dem Norbert im Endeffekt gerätselt, was hast du jetzt falsch gemacht? Was läuft gerade falsch im Becken? Warum, weshalb, wieso? Wir sind im Endeffekt darauf gekommen, dass es dann mehrere Sachen, also sprich eine Kausalkette da entstanden ist. Wir haben die Tiere gedippt, das ist Stress. Wir haben sie von einem Becken in das nächste gepackt. Lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Das Übergangsbecken hat ja im Anführungszeichen fast das gleiche Milieu, aber es ist trotzdem Stress für die Tiere. Weil sie halt auch ein kleines bisschen unter anderes Licht kommen, weil die Lampe, die ich da hatte, ist natürlich nicht so von den Lichteinstellungen her wie die große Hybrid von mir. Also sprich leicht anderes Licht, auch wieder Stress. Dann haben wir sie angefasst, gereinigt. Wir haben sie von dem Übergangsbecken dann wieder ins große Becken gepackt. Gegebenenfalls irgendwelche Stellen abgeschnitten. Druckstellen. Und. Das sind alles so Sachen. Ich sag mal, ich kann von einer Acropora kann ich 10 Ableger machen und gehe in Anführungszeichen gleich mit allen Ablegern um. Da können wir trotz alledem, ich sag mal, zwei, drei Stück von weiß werden, obwohl die genauso gesund aussehen wie die restlichen 7 Stück, die daneben stehen. Da steckt man nicht drin. Ja, und guck gerade mal, habe ich noch ein bisschen was da hinterher. Nachdem dann die Fische eingesetzt wurden, habe ich dann erstmal die Grundwasserwerte gemessen. Die kann ich euch auch jetzt mal kurz mit einblenden. Und wir haben natürlich die Problematik, gerade bei so einem frischen Becken ist es ganz, ganz wichtig, alle Wasserwerte im Auge zu behalten. Nicht nur Nitrat, Phosphat, Calcium, Magnesium und KH, sondern ich muss den pH im Auge behalten, ich muss das Ammoniak im Auge behalten, ich muss das Nitrit im Auge behalten. Und das habe ich dann ab Montag dann auch gemacht. Da habe ich noch entsprechende Tests bekommen. Und ja, diese Tests haben mir dann gezeigt, dass ich sage es mal, auf dem richtigen Weg war. So, jetzt haben wir ein ganz frisches System. Jetzt habe ich in dieses ganz, ganz frische System, weil ich sage mal, Schiss hatte, dass mir das abraucht, Stickstoff reingepackt. Also sprich, ja, in Anführungszeichen Nitrat. Nein, kein Nitrat, Stickstoff. Dieser Stickstoff, den habe ich zu hoch dosiert gehabt. Somit hatte ich am Montag einen Nitritwert, der jenseits von Gut und Böse war. Ich glaube, der war über 1. 1 habe ich eingetragen, weil der hat oben angeschlagen. Und einen Ammoniumwert von 0,007. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Jetzt hatte ich das Problem, warum ist mir mein Nitritwert so nach oben gegangen? Einfache Kiste, eine so große Täubchenschnecke, die ich im Technikbecken wohl übersehen habe, die sich vor meinen Abschäumer gesetzt hat und gesagt hat, du schäumst jetzt nicht mehr oder du bekommst nicht genug Wasser. Der Abschäumer hat seinen Dienst nicht gemacht, es wurde nicht genug Sauerstoff reingebracht, der pH-Wert ist nach oben gegangen, die entsprechende Nitrifikationskette wurde nicht so, ich sage mal, beeinflusst, wie sie sollte, weil ich habe ja auch noch zusätzlich Ozon mit drin. Dieses Ozon soll,
Das Entstehen von Ammoniak ein kleines bisschen unterbinden, was es auch jetzt wieder erfolgreich tut. Und ja, das war dann halt, man kommt nach Hause, guckt, ja, warum ist die weiß? Ja, warum läuft der Abschäumer nicht? Warum haben wir denn so viel Wasser jetzt da unten drin? Das sind alles so Sachen, die dann nach einem Becken-Neustart aufgetreten sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt, das war jetzt vorgestern, gestern ist das Ganze wieder in vernünftige Bahnen reingegangen. Der Ammoniumwert ist ein kleines bisschen nach oben gegangen, auf eine 0,01. Also sprich, hat sich etwas nach oben verschoben, aber dafür ist das Nitrit nach unten gegangen. Auf 0,5. Immer noch zu hoch, aber auf dem Weg dahin, wo es hin soll. Meinen Fischen geht es bisher sehr, sehr gut. Die fressen alle, die schwimmen alle munter durch die Gegend. Ein Antier und der Langschnauzen-Korallenwächter sind noch ein kleines bisschen apathisch. Das muss ich noch ein bisschen im Auge behalten. Aber ansonsten sind alle gut dabei. Meine Polly, also die Grundel, hat auch schon angefangen, sich eine neue Hütte bauen zu wollen. Nämlich über meine Schalice, die ich auf den Boden gelegt hatte. Die große Muschel fand sie toll. Ja, musste ich ihr leider abnehmen. Aber alles in allem ist das jetzt erstmal der Stand der, ja, der Dinge nach dem Umzug. Es ist grundsätzlich wichtig, dass ich jetzt jeden Tag dranbleibe. Ich gehe jeden Tag hin und messe alle Werte durch. Ich gehe jeden Tag hin, kontrolliere meinen Nährstoffhaushalt. Ist er da, wo er hin soll? Ist zu wenig, also sprich das Phosphat, versuche ich bei einer 0,05 zu halten. Da dosiere ich im Moment das P von ATI dazu, Nutrien-P. Den Stickstoff lasse ich momentan noch raus, weil die entsprechende Kette noch zu frisch ist. Aber es wird auch genug Material durch meine Fische produziert. Also ich bin kräftig am Füttern, so wie es sein soll. Auch auf Anraten vom Norbert her. Das passt auch soweit. Und meine Werte pendeln sich jetzt langsam, aber sicher etwas ein. Der erste Verbrauch vom KH ist auch schon da. Der KH-Keeper erleichtert mir in der Phase jetzt hier ganz, ganz extrem das Einstellen des Verbrauchs. Dass ich das Ganze auch aus der Ferne machen kann. Und momentan dosiere ich 22 Milliliter an Essentials Pro. Und ja, im Vergleich zu vorher waren es 80. Das heißt, das ganze Becken muss ich natürlich erstmal wieder fangen. Es sind immer noch leichte Trübstoffe im Wasser, die Korallen nicht gewöhnt sind. Das heißt, die ganze Nitrifikationskette ja, ist noch nicht da, wo sie hin soll. Alles in allem würde ich sagen, ist mir der Umzug bisher gelungen. Und ich hoffe, dieser Zweiteiler hier hat euch gefallen. Ich habe es in der Mitte teilen müssen, weil es war einfach zu lang. Es war definitiv zu lang. Ja, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Und wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, abonniert ihn bitte. Und ich halte euch auf dem Laufenden, zeitnah. Und bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Mann. Ciao.